Willkommen zurück, liebe Freunde meines Kanals, hier zu Bloodborne. Da vorne ist noch ein Executioner. Den müssen wir noch klar machen. Aber vorher will ich eigentlich die kleinen Dinger da kriegen, die er bewacht. Da ist der andere. So, warten, warten, warten. Jetzt drauf. Ja, ja, du bist mir gerade egal. So, und zurück. Die beiden nämlich gekillt. Jetzt können wir uns wieder um ihn kümmern. Oh, oh, scheiße. Alter, der haut aber auch was rein. Wartet mal. So, du altes One-Hit-Wonder. Ich kann auch was reinhauen. Ha! So, wartet mal ganz, ganz kurz. Ich habe mal wieder gemerkt, dass ich es übertrieben habe. Soundeffekte echt nur auf 3. Ansonsten wird das teilweise wirklich zu laut. 3 Blutviolen, danke dir dafür. Was gibt's von dir? Genau. 2 Zwillingsscherben und von dir auch nochmal 2. Sehr geil. Das bedeutet, ich kann noch meine nächste Waffe direkt ein bisschen besser aufbauen. Sehr schön. Wir haben ja den Mandelstein bekommen in der letzten Folge und mittlerweile weiß ich auch etwas mehr darüber. Nachdem man Vikarin Amelia getötet hat... Gott, gibt's hier viel Blut. WTF. Also, nachdem man Amelia getötet hat, übernimmt Patches, die Spinne, die treffen wir später noch, übernimmt die ganzen Fenster, die man in Yharnam und drumherum so findet, die beleuchtet sind... Und übergibt dem Spieler den Mandelstein eine Einladung zu ihm. Und dafür müssen wir hier in dieses Gebäude rein. Und das Coole ist, aber das zeige ich euch gleich. Wartet ganz kurz ab. So, hier hinten gibt es noch ein Item. Bleielixier. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit dem Dark Souls Zauber Eisenhaut. Nee, Eisenfleisch, wenn ihr euch daran noch erinnern könnt. Genau, dann gehen wir jetzt hier hin, wundern uns, hä, was ist das denn? Können wir ja gar nichts machen. Gehen weiter. Und wir merken, da passiert was. Wir werden hochgehoben. Eine Amygdala. Die uns tötet. Oh, Amygdala. Oh, Amygdala. Habt Erbarmen mit der armen Frau. Die Amygdala wäre übrigens sichtbar, wenn wir 40 Einsicht hätten. Ich glaube, die hätte ich sogar, würde ich alles benutzen. Unterrichtsgebäude. Hier werden wir jetzt hingeführt. Ich glaube, das ist mir damals im ersten Durchlauf auch passiert. Allerdings mehr aus Zufall. So, und jetzt finden wir hier eigentlich... Da! Patches. Was für eine Freude ist es, das Göttliche zu erblicken. Es muss ein solcher Genuss sein. Ihr steht in meiner Schuld, wisst ihr? Ihr seid beinahe eine wilde Bestie. Aber jetzt seid ihr hier und tanzt mit den Göttern. Sind eure Füße so langsam wie euer Verstand? Oh, hört auf zu zittern. Wagt den Schritt. Werft euch den Wölfen vor. Sind eure Füße so langsam wie... Oh, hört... Damit, dass wir mit den Göttern tanzen und das Göttliche erblicken, meinte er tatsächlich die Amygdala. Und ein cooler Funfact, was ich nachgelesen habe, Mandelstein, der heißt auf Englisch Tonsil Stone. Und Tonsil bedeutet auf Französisch Amygdala. Das fand ich ziemlich spannend. Das wollte ich euch einfach mal sagen.
Genau, jetzt sind wir hier übrigens im Bergenworth. Allerdings können wir noch nicht so weit fortschreiten, wie wir das gerne wollen. Ich glaube, wir sind auch noch keine Gegner unterwegs, oder? Also ich höre sie da oben, zumindest. Aber hier unten sehe ich keinen. Ich glaube, hier sind noch alle Türen verschlossen, sagte er und öffnet direkt mal eine. Und dann waren wir wieder raus. Ich glaube, jetzt sind wir... Ich weiß, wo wir jetzt sind. Albtraumfront, oder? Ja, die Albtraumfront. Ich glaube, das Gebiet ist uns jetzt noch zu schwer, aber ich will hier trotzdem mal hin. Alleine nur, um dich zu töten. Oh oh, eine finstere Glocke. Genau hier. Okay, wir sind doch noch nicht so schwach, wie ich dachte. Aber eigentlich wollte ich noch gar nicht zur Albtraumfront mit ihren riesigen Gräbern. Dementsprechend gehen wir jetzt einfach wieder zurück und verschwinden hier schnell. Haben immerhin ja auch 17.000 Seelen bekommen. Zurück in den Traum des Jägers, Leute. Zurück. Und wir können, glaube ich, jetzt auch nochmal ins Unterrichtsgebäude gehen. Genau, dort finden wir noch eine Treppe nach oben. Die können wir uns noch genauer anschauen. Willkommen. Was für... Nun gut. Die Echt lasst mich näher. So, Arkan will ich weiter nach oben treiben. Jäger haben mir von der Kirche erzählt. Von den... Aber ich bin ein... Würdet ihr... Ah, schade. Ich dachte, sie hat noch was Neues zu erzählen. Ist eigentlich Görme mal wieder da? Achso, gut. Ach, Görmin, wo bist du eigentlich geblieben? Na gut, dann lasst uns nochmal ins Unterrichtsgebäude gehen. Das ist, glaube ich, dann der Stein, oder? Nee. Aber gehört dann das Unterrichtsgebäude wirklich zu Bergenworth oder zur Menseschule? Jetzt bin ich mir gerade unsicher. Bergenworth oder die Menseschule? Es könnte alles sein. Ihr könntet mir ja in den Kommentaren weiterhelfen. Monster voraus. Hier ist aber kein Monster. Aber wir können jetzt hier noch nach oben... Und da sind dann Gegner. Oder? Nee, aber eine Tür. In einen Unterrichtsraum. Das sieht mir tatsächlich eher dann nach Bergenworth aus. Aber wir erfahren jetzt hier bestimmt noch gleich mehr. Die Schüleruniform. Ah, die wird uns mehr verraten. Hallo. Greifst du mich an? Du bist schon fast tot. Und da vorne der tote Professor. Er hat keinen Käfig auf dem Kopf. Aber den Schlüssel zum Unterrichtshörsaal. Okay, gucken wir uns die Sachen nochmal genauer an. Schlüssel zum Unterrichtshörsaal im Unterrichtsgebäude. Heute treibt das zweistöckige Unterrichtsgebäude im Albtraum doch... Achso, es treibt im Albtraum, so rum. Heute treibt das zweistöckige Unterrichtsgebäude im Albtraum, doch einst war es ein Ort des Nachdenkens, an dem Gelehrte Geschichte und Archäologie lernten. Vielleicht ist es das noch immer, da die Schüler im Unterrichtshörsaal die Rückkehr ihres Professors zu erwarten scheinen.
Dann sind wir jetzt, glaube ich, wirklich im Menses. Uniform der Schüler von Bergenworth, der ehemaligen Lehranstalt. Bei dieser Version fehlt der dicke Umhang. Die heilende Kirche hat ihre Wurzeln in Bergenworth und lehnt sich daher stark an die Uniformsgestaltung an. Dass der Schwerpunkt nicht auf Wissen oder Überlegung, sondern auf reiner Anmaßung liegt, würde Meister Willem zur Verzweiflung bringen, wenn er das wüsste. Okay, das konnte meine Frage immer noch nicht richtig beantworten. Sind wir im Menses oder im Bergenworth? Aber vielleicht kann er die nächste Tür mehr verraten. Hier scheint es zu brennen, zumindest klingt es so. Öffnet sich nicht von dieser Seite. So, von hier aus kam ich. Da ist Patches. Oder brauche ich diesen Schlüssel dann erst später? Nee. Der Hörsaal mit ganz vielen Gelehrten. Oha, oha, oha. Jungs, ihr spittet ganz schön rum hier. Oh. Ach du Scheiße. Seid ihr wissbegierig? Typisch Studenten. Ist mal eine Frau da, drehen sie gleich durch und bringen sie um. Ach du Scheiße. Okay, habe ich Molotows? Ich glaube, hier müssen Molotows zum Einsatz kommen. Gib mir Molotows. Gib mir Molotows. Einen habe ich. Ach du Scheiße. Ah, Blitzpapier. Um ein bisschen mein Damage zu bursten. So, ein Molotow mal mitgenommen. So, erstmal ganz schnell meine Blutechos zurückholen. So viele hatte ich, glaube ich, gar nicht. Nur immerhin 3000. Ah ja, für zwei hat es schon mal gereicht. Ah, ich kann meine Waffe nicht boosten. Okay. Dann lasst uns hier mal ganz schnell die Runden rennen. Wo die gute Nachricht ist. Man kriegt ihn mit zwei Giftpfeilen vergiftet. Ja, Studenten immer. Mein Gott. Der Kampf ist nicht sonderlich schwer. Es sind nur so viele und sie können halt leider auch so ein paar blöde Attacken, die gar nicht mal so schlecht sind.
Aber ich glaube, wir kriegen das Goa. Ich hoffe, die sind auch im Unterricht so hinterher, wie es darum geht, mich hier zu töten. Aua. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, und der letzte von ihnen. Quecksilberkugeln, Quecksilberkugeln. Hm. Gut, ganz schöne Blutecho-Mengen habe ich hier bekommen. Also mit ein, zwei Mollys hätte ich die auch locker wegrasieren können. Du bist eingeweiht, oder? Augur von Ebritas. Hui, das ist ein gutes Item. Augur von Ebritas. Wo finde ich denn das? Bei den normalen Items? Deswegen auch, du bist eingeweiht, oder? Wo finde ich denn das jetzt? Wo ist denn das Item jetzt hin? Hey! Da. Ebritas teilweise herbeirufen. Überrest der unheimlichen Wahrheit aus Bergenworth. Mit Trugbildern, jenen Wirbellosen, die Auguren der Großartigen sind, wird die verbannte Ebritas teilweise beschworen. Die erste Begegnung leitete zugleich die Untersuchung des Kosmos aus dem alten Labyrinth ein und führte zur Gründung des Chors. Das ist ein sehr, sehr geiles Item. Ein sehr, sehr wichtiges Item auch. Ebritas ist, ja, ein Wesen, das im Labyrinth der Götter gefunden wurde und gar nicht mal so unwichtig für die Story des Spiels. Da kommen wir aber später noch zu, da will ich jetzt mal wieder nichts vorwegnehmen. Ich schaue mich hier nur noch mal schnell um. Ein paar Ersatzstühle, na, die machen wir jetzt alle kaputt. Ich glaube, damit haben wir auch, was wir hier finden konnten. Und mit dem Hinweis des anderen Spielers, du bist eingeweiht, oder? Wird natürlich darauf hingewiesen, dass hinter Ebritas noch eine tiefere Wahrheit steckt, die wir aber, wie gesagt, erst später herausfinden. Was wir jetzt aus dem Item nur abschließen, was wir daraus schließen können aus dem Item, ist, dass Ebritas im Labyrinth gefunden wurde und zugleich die Untersuchung des Kosmos eingeleitet wurde mit diesem Pfund. Ein Pfund Käse. Nein, dieser Pfund. Was man gefunden hat, halt. Das führte zur Untersuchung des Kosmos. Da kommen wir auch noch zu und da wird es auch sehr, sehr Lovecraftig. Ah ne, hier hinten gibt es noch ein paar Items. Und irgendjemand atmet hier stark. Ach, guck mal da oben. Wartet mal. Fernrohr. Upp, upp, upp. Aha, du bist jetzt vergiftet. Ein Wissen des Verrückten und noch ein Wissen des Verrückten. Gut, jetzt kann ich hier zur Albtraumfront. Da will ich aber nicht hin. Wir kommen ja später noch da oben hin.
Deswegen können wir uns jetzt auch eigentlich zurückziehen und haben sehr viel erfahren in dieser Folge. Ich meine, immerhin haben wir Rom, wollte ich schon sagen, haben wir Patches kennengelernt. Wir haben etwas über Ebritas erfahren und wir sind hier im Unterrichtsgebäude gelandet. Und das alles, weil ich euch nur einen Dialog zeigen wollte, den ich euch immer noch zeigen will, weswegen wir nochmal zurück zur Hemwig-Knochenstraße gehen. Damit begann ja diese kleine Odyssee, die uns jetzt anderthalb Folgen lang beschäftigt hat, uns aber auch einige nützliche Gegenstände sowie ordentlich Blutechos einbrachte. Also hat sich alles gelohnt, möchte ich ja mal sagen. So Mädels, ich bin wieder zurück. Jetzt gibt's hier wieder aufs Fressbrett. Ach, ich liebe meine Waffe. Ja, Blutfiole, gib mir mehr. Ui, noch ein Blutedelstein. Vielen Dank dafür. So, jetzt kommt hier, glaube ich, noch gleich eine an, oder? Hier hinten, da, oder war noch eine? So, jetzt können wir nämlich nochmal hier oben quatschen. Das schnelle Atmen. Letztens sprach sie eigentlich noch ordentlich mit uns. Tja, jetzt ist sie langsam dem Wahnsinn verfallen. Ich finde es wirklich sehr cool, wie manche NPCs hier im Spiel, vor allem die, die weiter hinter ihren Fenstern bleiben, auch ihre Dialoge immer wieder abändern. Also nicht, dass sie die wieder ändern, aber dass wir mit voranschreitendem Spiel auch andere Dialoge oder solche Geräusche bekommen. Eine Sache gibt es da nämlich noch, die wir jetzt langsam mal machen können. Willkommen da, was für Jäger haben von ich bin, würde die, natürlich liebe ich euch, habt ihr mich. Schade, ich dachte, sie erzählt uns was über die Schule. So, Arcano 15 passt mir erstmal. Würde ich als nächstes Geschick weiter vorantreiben. So. Leb. Ich musste sehr viel heilen in dieser Folge. Was ist jetzt eigentlich mit dir, Görmin? Bist du immer noch weg? Ich weiß gar nicht, wann er wiederkommt. Das müsste ich einfach mal nachlesen. Nicht alles lese ich mir hier zusammen. Manche Dinge überlasse ich auch dem Schicksal. Ich überlege jetzt gerade, wo gehen wir am besten hin? Die große Brücke? Nö, Zentrum von Janam. Also ich habe mir nicht das ganze Spiel hier einmal zusammengelesen, das habt ihr ja auch gemerkt, sonst würde ich nicht hier und da ein bisschen variieren und bei ein paar Dingen nicht sofort wissen, was damit gemeint ist. Das finde ich aber auch wichtig, denn so ein bisschen sollte auch der Blind-Play-Stil ja erhalten bleiben. Playstyle, Alter. Sollte der Blind-Spielstil auch etwas erhalten bleiben, damit es nicht ganz so durchgeskriptet wirkt. Also ich habe schon so einen ungefähren Weg, den ich hier gehen möchte. Und ich habe hier auch mir sehr viele Notizen gemacht, wann ich gewisse Dinge machen muss, damit ich nichts kaputt mache. Bei anderen Dingen finde ich es aber auch spannend, sie mir dann wirklich on point zusammen zu recherchieren. Aktuell ja noch die Blutbestien zum Bleistift, weil das wird halt einfach immer mehr. Man fängt da so eigentlich mit einer Frage an und dann wird man da immer weitergetrieben. Und es ist schon spannend. Also das ist wirklich schon spannend, dann immer wieder mehr zu erfahren. Die Dunkelbestien, da gibt es echt einiges drüber, also nicht direkt über die Bestien, aber über die Charaktere, die mit ihnen zusammenhängen. Und das macht auch sehr viel bei Bloodborne aus.
aktuell recherchiere ich auch nochmal über Amelia, denn in meinem Kampf, der ja ziemlich leicht war, das wirkte beim wiederholten Gucken echt, als ob sie Angst vor mir hat. Das kam mir teilweise so vor, als hätte Amelia Angst vor mir gehabt und wäre zurückgewichen, sah sogar ein bisschen so aus, als hätte sie gebetet. Und da gucke ich einfach gerade, was es damit auf sich hat, ob ich da vielleicht noch zwei, drei Infos zu finde. Ah, keine Antwort. Okay, wir sind noch nicht so weit im Spiel. Nun gut, aber wisst ihr, was wir mal machen können? Wir können mal diese beiden Bestien da oben töten. Jetzt bin ich ja auch stark genug. Also, das wäre ich schon lange, aber ich bin da einfach nicht mehr vorbeigekommen. Schon seit sehr langer Zeit. Immerhin gibt es hier ein paar Quecksilberkugeln, also lohnt sich das auch. So, ihr beiden ollen Bestien. Ich hab das Gefühl, die sind auch ein bisschen stärker als die in Alt-Janam, oder? Habe ich zumindest das Gefühl. So, vielen Dank. Worüber ich übrigens gestoßen bin bei meinen Recherchen zu Amelia, wenn ihr euch mal den Eingang der Cutscene mal genauer anguckt, quasi der Teil, in dem sie da unten betet, irgendetwas vor sich hinstammelt, das wird nicht untertitelt, weil es wirklich sehr leise ist. Aber es ist dennoch spannend. Denn, und jetzt kommt's, sie redet über das verdorbene alte Blut und über die Gefahr des Blutes. Amelia ist sich sehr bewusst darüber, dass sie sich in eine Bestie verwandeln wird. Es ist also kein Geheimnis, auch für jemanden ihres Standes, dass sie sich verwandeln wird in eine Bestie, genau wie es Lawrence einst tat. Sie ist Vikarin und wir haben ja erfahren, dass der Anhänger, den sie bei sich trägt, dass der von Vikar zu Vikar übergeben wird. Sie ist die Letzte, denn sie hat ihn nicht übergeben können. Aber das ist gar nicht mal so wichtig. Wichtig ist halt, dass sie wirklich weiß, dass sie sich verwandelt. Und wenn sie da, und wenn sie dort kauert und betet, dann weiß sie, dass jetzt ihre Zeit gekommen ist. Das finde ich super spannend. Das verrät schon ein bisschen was über das Spiel selbst. Dass die heilende Kirche eigentlich weiß, dass es sehr gefährlich ist, was sie da machen mit ihrem Blut. Das wollte ich hier einfach nur nochmal als Randnotiz mitgeben, weil ich finde, es ist schon spannend. Also schon an diesem Punkt erfahren wir, dass die heilende Kirche eigentlich gar nicht so überzeugt ist von ihrem eigenen Tun. Wir wussten ja bereits, dass sie versucht haben, die Bestien so gut wie möglich von der Bevölkerung oder vor der Bevölkerung zu verbergen. Vor allem, dass die Bestien aus der Blutheilung entspringen, dass sie das versucht haben zu verbergen. In den eigenen Reihen wissen sie es natürlich. Und sie wissen auch, dass das, was sie tun, letztendlich dahin führen wird, nämlich zur Bestienverwandlung, wie es auch Amelia dann passiert ist und wie sie es auch schon im Vorfeld wusste. Deswegen vielleicht auch einfach schon auf ihr erlösendes Ende gewartet hat. Vielleicht ist das auch der Grund, weswegen sie manchmal diese betende, bettelnde, flehende Geste im Kampf macht. Betet sie um ihren Tod? Aber sie ist normalerweise viel aggressiver. Also sie ist ein sehr schwerer Boss. Wobei viele machen Amelia, wenn sie zum ersten Mal in den Kathedralenbezirk gelangen, weil sie einfach durchlaufen und irgendwann in diesen Kampf hineinplatzen. Vielleicht ist da die Waffe auch erst auf plus 2 oder plus 3. Vielleicht sind die Werte noch nicht so gut verteilt. Vielleicht war man gar nicht in Alt-Janam. Und dann stirbt man halt sehr schnell. Ich habe schon locker 4-5 normale Treffer von ihr, hätte ich ausgehalten. Normalerweise one-hitted sie. Also
Ich weiß noch, als ich damals den Kampf gemacht habe, jeder Treffer hat mich ja fast tot gemacht. Vielleicht kam es mir deswegen auch so vor, als ob Amelia Angst vor mir hatte. Sie hatte keine Angst, nur ich konnte sehr aggressiv spielen, weil mich einzelne Treffer nicht interessiert haben. Und das hat den Kampf auch sehr vereinfacht. Aber nichtsdestotrotz, Amelia ist sich bewusst darüber, sich in eine Bestie zu verwandeln und ist sich auch bewusst, dass das nichts Gutes ist. Und vielleicht hofft sie deswegen auch auf einen schnellen Tod. Das kann sein. Das ist eine sehr interessante Überlegung, mit der ich jetzt auch diese Folge hier beenden möchte, ihr lieben Leute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf eure Kommentare, die ihr mir hinterlasst, vor allem in Bezug auf die Dunkelbestien. Da dürft ihr gerne hier und da ein paar Sätze zu schreiben, die mir auch gerne noch weiterhelfen. Ansonsten werden wir das Thema demnächst noch im Let's Play behandeln. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und gehabt euch wohl. Bis dahin, BB, euer Hyuga.